Die ersten Ergebnisse dieser Kampagne für dieses Jahr sind durchschnittlich, außer der Phishing-Test von April, wo die Resultate schlecht waren. Es war ein E-Mail über ein neues Intranet für Kanton Wallis und da haben fast ein Drittel der Benutzer ihre eigene Benutzername und Passwort auf einer fremden Webseite eingegeben. Wie kann man das erklären? Es gibt einige Faktoren. Zuerst mangelnde Aufmerksamkeit von Mitarbeitern, wenn die E-Mail lesen. Man sagt, man muss stoppen, überlegen und agieren und die Leute überlegen noch zu wenig. Die Mitarbeiter unterscheiden nicht zwischen interne und externe E-Mails, obwohl so ein Text externe E-Mail geschrieben ist. Und dann das Lesen von URL ist problematisch. Die Leute verstehen das nicht ganz, obwohl da einige Videokapseln schon existieren. Am Schluss haben wir bemerkt, dass zu wenige Leute folgen, die Schulungen und die Quiz. Ungefähr 60% der Leute haben das gemacht und das ist insgesamt zu wenig. Der Aktionplan für den nächsten Monaten sieht so aus: Wir werden die Sensibilisierung fortsetzen mit Diagnofish und auch vor Ort. Wir gehen zu den Diensten und machen Schulungen in Präsenz. Wir werden auch die Leute, die nicht die Schulungen gefolgt haben, wieder melden und probieren, dass sie alles da folgen. Auch der Text für externe E-Mail werden wir ein bisschen besser machen, größer. Und am Schluss kommt bald ein neues Inhalt vom Bund für Sensibilisierung über Cybersicherheit und das werden wir hinzufügen in den nächsten Monaten in unser Programm. Das langfristige Ziel ist die Verbesserung, die allgemeine Kultur im Unternehmen auf Cyberrisiken. Und das werden wir spezifisch über E-Mails weiterleiten, weitergeben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es da ein langfristiges Ziel ist. Es wird Zeit brauchen und die Mitarbeiter, wie in der Realität, müssen aufmerksam sein und aufpassen. Lässt nicht jeder zu Hause eintreten. Man muss überlegen und kontrollieren.